Elektronik-Tutorial 8-4 mit dem Thema spezielle Verstärker haben wir schon den Differenzverstärker und die Gegentakt-Endstufe kennengelernt. Die Abbildung zeigt, wie sich die Innenschaltung eines Operationsverstärkers, kurz auch OP genannt, aus diesen beiden Verstärkertypen im Prinzip zusammensetzt. Es wird nur ein Ausgang des Differenzverstärkers an den Eingang der Gegentakt-Endstufe weitergeführt. Der Differenzverstärker hat die Aufgabe, die Eingangsspannung UD zu verstärken, da er einen hohen Spannungsverstärkungsfaktor hat. Die Gegentakt-Endstufe dient ausschließlich zur Stromverstärkung, da ihr Spannungsverstärkungsfaktor bekanntlich ja etwa gleich 1 ist. Die Gegentakt-Endstufe bietet zusammen mit der doppelten Spannungsversorgung, also plus UB und minus UB, noch den Vorteil, dass positive und negative Ausgangsspannungen möglich sind. Legt man an den Plus-Eingang, also an den nicht invertierenden Eingang, zum Beispiel eine positive Spannung, wird V1 durchlässiger und V2 wird hochohmiger, sodass der Kollektor von V2 positiver wird. Um etwa den gleichen Betrag werden dann auch der Eingang und der Ausgang der Gegentakt-Endstufe positiver. Ist die Spannungsänderung am Plus-Eingang dagegen negativ, ist auch die Spannungsänderung am Ausgang negativ. Man nennt deshalb den Plus-Eingang auch den nicht invertierenden Eingang. Legt man dagegen an den Minus-Eingang, also an den invertierenden Eingang, eine positive Spannung, so wird V2 durchlässiger. Der Kollektor von V2 wird negativer und damit auch der Ausgang der Gegentakt-Endstufe. Ebenso wird bei einer negativen Spannungsänderung am Minuseingang der Ausgang der Gegentakt-Endstufe positiver. Der Minuseingang heißt eben deshalb invertierender Eingang. Da die Schaltung keine frequenzabhängigen Bauteile, also Kondensatoren, Spulen usw. so enthält, hat der Verstärker eine untere Grenzfrequenz von 0. Es ist also ein Gleichspannungsverstärker. Die beiden Eingänge, die Frequenzunabhängigkeit, die hohe Differenzspannungsverstärkung und die niedrige Gleichtaktspannungsverstärkung bzw. der stabile Arbeitspunkt, wie es ja im Elektronik-Tutorial 8.4 dargelegt wurde, der hohe dynamische Eingangswiderstand und der niedrige dynamische Ausgangswiderstand machen den OP geeignet für eine vielseitige Verwendung in der Mess- und Regelungstechnik. Wie in der Digitaltechnik ist auch beim Umgang mit Operationsverstärkern die Innenschaltung meistens uninteressant. Man stellt den Operationsverstärker als Blocksymbol dar. Man sagt dazu ja auch Blackbox. Dieses Symbol wurde zwar schon vor vielen Jahren durch das hier unten dargestellte Blocksymbol abgelöst, geistert aber immer noch durch viele Zeitschriften, Bücher und Lernmittel. Normalerweise lässt man im unteren Symbol RE, RA und diese Spannungsquelle weg, oft auch das Unendlich-Zeichen. Dieses Zeichen soll andeuten, dass der Operationsverstärker bezüglich der Spannungsverstärkung ein fast idealer Verstärker ist, von dem man ja einen Verstärkungsfaktor unendlich erwartet. Diesen Wert erreicht der OP zwar nicht, aber immerhin Werte über 10.000. Diese Betriebsspannungsanschlüsse werden auch oft nicht mit eingezeichnet in die Schaltung, und man findet auch statt plus UB und minus UB diese Bezeichnungen VCC plus oder VS plus beziehungsweise VCC minus oder VS minus. Und statt der Bezeichnungen UN und UP an den Eingängen findet man auch oft diese Bezeichnungen U minus, U plus oder einfach UE1 und UE2. Auch einige andere wichtige Kennwerte sind so gut, dass man sie fast als ideal bezeichnen könnte. Die Spannungsverstärkung hatten wir schon erwähnt. Der Eingangswiderstand, und zwar der dynamische Eingangswiderstand, zu erkennen ja an dem kleinen Buchstaben R, der liegt im Megohm-Bereich und
Operationsverstärker mit Felldefekttransistoren in der Eingangsstufe erreichen sogar dynamische Eingangswerte im Bereich von 10 hoch 12 Ohm. Der Ausgangswiderstand sollte bei einem idealen Verstärker natürlich 0 sein, das ist hier nicht zu erreichen, aber 100 Ohm ist bei den in der Elektronik relativ hochohmigen Widerständen schon ein ganz schön niedriger Wert. Die untere Grenzfrequenz sollte im Idealfall 0 sein, ist hier tatsächlich auch 0. Es gibt noch einige andere Kennwerte, die auch sehr gut im realen Operationsverstärker ausfallen. Auf die wollen wir aber in diesem Zusammenhang jetzt nicht noch eingehen. Operationsverstärker haben ihren Namen nicht etwa aus der Chirurgie erhalten, obwohl sie in der medizinischen Messtechnik eine große Bedeutung haben, sondern weil sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit durch wenige zusätzliche Bauteile, die man als Beschaltung bezeichnet, für die verschiedensten Rechenoperationen programmiert werden können, eben zum Beispiel zum Addieren, zum Subtrahieren, zum Multiplizieren, zum Integrieren, zum Differenzieren und so weiter. Außerdem können sie eingesetzt werden als Konstantspannungsquellen, Konstantstromquellen, aktive Filter, Oszillatoren, Schwellwertschalter, Vergleicher und so weiter und so weiter. Alle diese Schaltungen können auf zwei Grundschaltungen zurückgeführt werden, die wir uns jetzt etwas genauer ansehen wollen. Bei den folgenden Betrachtungen setzen wir voraus, dass keine Übersteuerung des Verstärkers vorliegt, das heißt, die Ausgangsspannung hat weder ihren positiven noch ihren negativen Maximalwert erreicht. Und hier links sehen wir jetzt die erste Grundschaltung, das ist der sogenannte invertierende Verstärker. Wenn der Verstärker nicht übersteuert ist, muss ja wegen des hohen Spannungsverstärkungsfaktors die Spannung UD verschwindend klein sein. Das heißt, beide Verstärkereingänge, der invertierende und der nicht invertierende, liegen auf fast dem gleichen Potential, nämlich 0, denn der nicht invertierende Eingang ist ja direkt mit 0 verbunden und wenn UD verschwindend klein ist, hat natürlich auch dieser Eingang das Potential 0 und deshalb nennt man diesen Punkt den virtuellen Nullpunkt, weil er eben nicht direkt mit 0 verbunden ist, sich aber auf diesen Wert einstellt. Virtuell heißt übersetzt scheinbar. Deshalb ist die Spannung UE, die ja eigentlich die Spannung dieses Punktes gegen 0 oder gegen Masse ist, diese Spannung UE ist auch über diesem Widerstand zu messen, denn hier haben wir ja auch 0. Und genauso ist die Ausgangsspannung, die ja eigentlich zwischen Ausgang und 0 vorhanden ist, auch über dem RR vorhanden, denn auch hier haben wir wieder 0. Weiterhin können wir sagen, weil der Verstärker einen sehr hohen Eingangswiderstand hat, fließt praktisch kein Strom in den Verstärker hinein, zumindest ein vernachlässigbar kleiner Strom. Und deshalb werden RE und RR auch vom gleichen Strom durchflossen. Und nach dem Ohmschen Gesetz gilt dann eben UE durch RE, das ist der Strom durch diesen Widerstand, ist gleich dem Strom durch RR, das ist UA durch RR. Allerdings mit Minuszeichen hier versehen, weil ja die Ströme eigentlich in gleicher Richtung fließen, aber die beiden Spannungspfeile sind hier entgegengesetzt eingezeichnet. Und aus diesen beiden Formen ergibt sich dann eben, wenn man sie umformt, VU, das ist ja das Verhältnis UA durch UE, ist gleich minus RR durch RE. Also man kann den Spannungsverstärkungsfaktor bei dieser Schaltung ganz unabhängig von den Daten des Verstärkers nur mit diesen beiden Widerständen einstellen. Die zweite Schaltung, die zweite Grundschaltung, ist der nicht invertierende Verstärker. Hier hat sich nicht viel geändert gegenüber dieser Schaltung. Es ist lediglich dieser Eingang hier auf Masse gelegt worden, auf 0, und stattdessen wird jetzt der andere Eingang
für die Eingangsspannung benutzt. Die Eingangsspannung liegt jetzt an diesem Eingang gegen Masse oder gegen Null. Jetzt liegt natürlich dieser Punkt nicht mehr auf Null, aber er liegt auf dem gleichen Potential wie dieser Eingang hier, solange der Verstärker nicht übersteuert ist, weil ja UD dann verschwindend klein ist. Und deshalb kann man diese Spannung UE, die jetzt hier gegen Null anliegt, die kann man auch über dem RE wieder messen. Und genauso kann man die Spannung UA, die ja eigentlich am Ausgang gegen Null liegt, die kann man auch wieder am Ausgang über diesen Zweig gegen Null messen. Und auch hier gilt wieder, es fließt ein vernachlässigbar kleiner Eingangsstrom. Folgedessen sind die Ströme durch RE und RR gleich groß und es ergibt sich wieder nach dem Ohmschen Gesetz, der Strom durch RE, das ist UE durch RE, der muss gleich sein dem Strom durch RR und das ist UA durch RR plus RE. Und diesmal haben die Ströme natürlich von den Pfeilen her gleiches Vorzeichen, deshalb taucht hier also kein Minuszeichen mehr auf. Jetzt kann man das Ganze noch umstellen nach UA durch UE. Das ist dann dieses VU und man bekommt dann 1 plus RA durch RE. Das heißt also, von dem Spannungsverstärkungsfaktor her ist da kein großer Unterschied. Diese 1 ist eigentlich unerheblich. Der Unterschied ist, dass hier ein Minuszeichen steht. Das heißt, hier die Eingangsspannung also invertiert wird und hier wird sie nicht invertiert. Es ist außerdem noch ein wesentlicher Unterschied vorhanden, den man nicht auf den ersten Blick sieht. Hier wird der Eingangswiderstand des Verstärkers voll wirksam. Während hier, bei diesem Eingang hier, da wird ja ein Teil des Stromes am Verstärker vorbeigeleitet. Das heißt, durch diesen Widerstand RR wird der Eingangswiderstand des Verstärkers, der ja sehr hoch ist, eigentlich zunichte gemacht. Und deshalb hat diese Schaltung hier einen wesentlich kleineren dynamischen Eingangswiderstand als diese Schaltung. Der nicht invertierende Verstärker wird normalerweise allerdings so dargestellt, nicht wie das im vorigen Bild zu sehen war, sondern wie es jetzt hier dargestellt ist. Gegenüber der Grundschaltung invertierender Verstärker unterscheidet sich hier die Beschaltung nur durch ein Bauteil, nämlich ein Widerstand, nämlich in diesem Falle der RR, wurde durch einen Kondensator CR ersetzt. Ansonsten gilt auch hier wieder, solange der Verstärker nicht übersteuert ist, ist die Eingangsdifferenzspannung praktisch gleich Null, sodass an RE die Spannung UE abfällt. Ist UE konstant, wird folglich RE von einem konstanten Strom durchflossen und mit diesem konstanten Strom wird ja dann, weil hier kein Strom oder zumindest ein sehr kleiner Strom nur hineinfließt, mit diesem konstanten Strom wird dann der Kondensator CR aufgeladen, so dass die Kondensatorspannung linear mit negativem Vorzeichen ansteigt. Das ist hier zu sehen. Das ist die konstante Eingangsspannung und damit auch der konstante Eingangsstrom. Und Folge davon ist, die Ladespannung am Kondensator steigt linear an. Dann haben wir aber eben schon gesehen, dass die Spannung über dem Rückkopplungszweig identisch ist mit der Ausgangsspannung, also steigt somit auch die Ausgangsspannung linear an. Und dieser Vorgang, dass nämlich aus einer Konstanten eine lineare Funktion entsteht, wird in der Mathematik als Integration bezeichnet. Und es ist einfach das Aufsummieren der Flächenteilchen, die sich hier mit der Zeit unter der Kurve, also zwischen der Eingangskurve und der Zeitachse, ansammeln, aufsummieren. Das heißt also, die Fläche mit zunehmender Zeit steigt proportional zur Zeit an und das ist dieser lineare Anstieg. Und je größer die Eingangsspannung, umso steiler steigt natürlich die Ausgangsspannung an. Bei dieser Schaltung wurde RE durch einen Kondensator ersetzt. Die Eingangsspannung steigt jetzt linear an.
Also die Spannung am CE steigt linear an und das bedeutet wiederum, dass der Kondensator CE von einem konstanten Ladestrom aufgeladen wird. Das ist praktisch der Umkehrschluss zu hier. Wenn der Kondensator CR von einem konstanten Strom aufgeladen wird, dann steigt die Spannung an ihm linear an. Hier ist es jetzt umgekehrt. Wenn hier eine linear ansteigende Spannung an den Kondensator gelegt wird, dann wird er von einem konstanten Ladestrom durchflossen. Und dieser konstante Strom, der fließt dann weiter durch RR zum Ausgang, auch hier wieder, weil der Eingangsstrom vernachlässigbar klein ist. Wenn aber dieser Widerstand von einem konstanten Strom durchflossen wird, dann heißt das nach dem Ohmschen Gesetz, dann muss auch die Spannung an ihm und damit auch die Ausgangsspannung konstant sein. Je steiler die Spannung am Eingang ansteigt, umso größer ist die konstante Ausgangsspannung. Diesen Vorgang, dass aus einer linearen Funktion eine Konstante entsteht, den bezeichnet man in der Mathematik als Differentiation. Und das heißt nichts anderes, als dass man die Steigungsfunktion bildet. Bei einer Geraden ist die Steigung, der Steigungsfaktor in jedem Augenblick der gleiche und deshalb ist die differenzierte Funktion natürlich eine Konstante. Weil beim invertierenden Verstärker an diesem Punkt hier Nullpotential vorhanden ist, nämlich der virtuelle Nullpunkt, deshalb lässt sich die Anzahl der Eingänge problemlos erweitern. Und für jeden Eingang gilt dann ein eigener Verstärkungsfaktor. Für den oberen Eingang der Verstärkungsfaktor RR durch RE1, für den nächsten RR durch RE2 und für den dritten RR durch RE3. Und damit ergibt sich dann die Ausgangsspannung nach dieser Formel. Alle Spannungen aber verstärkt mit dem eigenen Verstärkungsfaktor und jeweils mit einem Minuszeichen davor, weil es ja der invertierende Eingang ist. Und wenn wir jetzt den Sonderfall nehmen, dass alle Widerstände gleich sind, dann ergibt sich als Ausgangsspannung ganz einfach die Summe der drei Eingangsspannungen mit dem Minuszeichen davor natürlich. Und deshalb heißt diese Schaltung eben auch Umkehradierer. Sie lässt sich zum Beispiel einsetzen als Mischpult, als einfaches Mischpult, wo man dann für jede Tonquelle einen eigenen Verstärkungsfaktor einstellen kann. Oder auch als Messverstärker, wo dann für jeden Sensor ein eigener Verstärkungsfaktor eingestellt werden kann. Hier haben wir jetzt eine Schaltung, bei der beide, nämlich invertierender und nicht invertierender Verstärker, kombiniert sind. Es werden beide Eingänge benutzt. Und wenn wir jetzt die Ausgangsspannung hier berechnen wollen, dann beginnen wir erstmal mit dem nicht invertierenden Eingang. Das ist der Faktor, mit dem die Spannung an diesem Punkt hier verstärkt wird. 1 plus RR durch RE. Diese beiden Widerstände sind ja dafür verantwortlich. Mal UE2, das ist jetzt die Spannung, die hier anliegt, aber diese Spannung UE2 liegt ja jetzt nicht direkt am Verstärker an, sondern sie wird von diesem Spannungsteiler aus R1 und R2 noch herabgeteilt und deshalb muss hier noch ein Faktor dahinter, nämlich gemäß der Spannungsteilerregel R2 dividiert durch R1 plus R2. Also dieser erste Ausdruck hier, das ist der Anteil der Ausgangsspannung, der durch UE2 entsteht. Und davon abgezogen, weil das ja jetzt der invertierende Eingang ist, wird der von UE1 verursachte Anteil der Ausgangsspannung, das ist RR durch RE mal UE1. Und so bekommen wir also dann diese Formel hier. Und wenn alle Widerstände gleich sind, das ist wieder der Sonderfall hier, dann bekommen wir UA ist ganz einfach die Differenz UE2 minus UE1. Und diese Schaltung ist natürlich zum Beispiel als Vergleicher in der Regelungstechnik einsetzbar.
Der nicht beschaltete Operationsverstärker, das ist dieser blaue Schaltungsteil, kann als hochempfindlicher Komparator eingesetzt werden. Das heißt, er kann zwei Spannungen miteinander vergleichen, wie hier zum Beispiel die beiden Spannungen an den Punkten A und B in dieser Wheatstone'schen Messbrücke. Weil hier keine Gegenkopplung vorliegt, das heißt keine Verbindung vom Ausgang über einen Kondensator oder einen Widerstand zum invertierenden Eingang hin, wie das ja in allen bisherigen Schaltungen sonst der Fall war, hat der Verstärker hier seinen vollen Spannungsverstärkungsfaktor, den man übrigens auch als Leerlaufspannungsverstärkungsfaktor oder Open Loop Gain bezeichnet. Open Loop Gain deshalb, offene Schleife, und Gain heißt Verstärkung, offene Schleife deshalb, weil eben diese Rückkopplungsschleife vom Ausgang zum invertierenden Eingang hier nicht vorhanden ist, also offen ist. Deshalb bewirken schon sehr kleine Spannungen UD, also sehr kleine Spannungen zwischen den beiden Punkten A und B der Wheatstone'schen Messbrücke, dass die Ausgangsspannung des Verstärkers den maximalen positiven oder negativen Wert erreicht. In unserem Beispiel ist das schon der Fall, wenn die Potenziale der beiden Punkte A und B nur um 1,3 mV voneinander abweichen. Und zwar leuchtet die grüne Leuchtdiode, wenn der Punkt A um 1,3 mV negativer ist als der Punkt B, und die rote Leuchtdiode leuchtet, wenn der Punkt A um 1,3 mV positiver ist als der Punkt B. Dieses Ohmmeter mit linearer Anzeige ist eine Anwendung des invertierenden Verstärkers. Bei analogen Multimetern ist die Widerstandsskala für die Ohmmessbereiche stark nichtlinear unterteilt. Insbesondere bei hohen Widerstandswerten liegen die einzelnen Widerstandswerte sehr dicht nebeneinander. Außerdem liegt der Nullpunkt am rechten Ende der Skala. Das liegt daran, dass das Multimeter eine Strommessung durchführt und bei konstanter Spannung, dafür ist meistens ein 9-Volt-Block im Multimeter verantwortlich, ist der Strom jedoch umgekehrt proportional zum Widerstandswert, siehe Ohmsches Gesetz. Bei dieser Operationsverstärkerschaltung jedoch ebenfalls eine konstante Spannung UE vorausgesetzt, ist die Ausgangsspannung proportional zum unbekannten zu messenden Widerstand Rx, wie man anhand der Gleichung für die Spannungsverstärkung des invertierten Verstärkers leicht nachvollziehen kann. Das Minuszeichen wurde hier übrigens weggelassen, weil es für diese Anwendung unerheblich ist. In der rechten Schaltung ist der Operationsverstärker als Schmidt-Trigger, also als Schwellwertschalter, beschaltet. Im Gegensatz zu den bisherigen Schaltungen ist hier ein Teil der Ausgangsspannung nicht auf den invertierenden, sondern auf den nicht invertierenden Eingang zurückgeführt. Es liegt also keine Gegenkopplung, sondern eine Mitkopplung vor. Die Wirkung der Eingangsspannung UD wird dadurch unterstützt und die Spannungsverstärkung geht gegen unendlich, so dass die Ausgangsspannung regelrecht in den positiven oder negativen Maximalwert hineinkippt. Das nennt man dann Übersteuerung. Bei der für Operationsverstärker gängigen Betriebsspannung von plus minus 15 Volt sind das etwa plus minus 13 Volt. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass UA schon in diesen Übersteuerungszustand UA gleich plus 13 Volt hineingekippt ist. Dann fällt über dem Widerstand RE eine Spannung von 1 Volt ab und dieses 1 Volt wird zurückgekoppelt auf den nicht invertierenden Eingang, sodass der jetzt auf plus 1 Volt liegt. Das bleibt so, solange der invertierende Eingang negativer ist als dieses plus 1 Volt. Erst wenn der invertierende Eingang positiver wird als plus 1 Volt, kippt der Ausgang
in den negativen Übersteuerungszustand, nämlich auf minus 13 Volt. Von diesem minus 13 Volt wird wieder 1 Volt auf den nicht invertierenden Eingang zurückgekoppelt, so dass der Verstärker erst dann wieder in den anderen Übersteuerungszustand, nämlich plus 13 Volt, kippt, wenn der invertierende Eingang negativer wird als minus 1 Volt. Wir haben also zwei Schaltschwellen in unserem Beispiel, nämlich plus 1 Volt und minus 1 Volt. Und die Differenz zwischen den beiden Schaltschwellen heißt Hysterese. Zum Schluss noch einige Informationen über den Operationsverstärker LM741, der auch unter den Bezeichnungen MYA741 oder UA741 im Handel ist. Er wird nämlich von verschiedenen Herstellern angeboten. Der Verstärker ist in verschiedenen Gehäuseformen erhältlich. Das gängigste Gehäuse ist wahrscheinlich dieses 8-Polige, das aber wiederum einmal in SMD-Ausführung und dann in normaler Dual-Inline-Ausführung erhältlich ist. SMD, das sind ja Bausteine, die direkt auf die Kupferfläche aufgelötet werden, also wo die Beinchen nicht durch die Platine hindurchgesteckt werden, während das hier die normale Ausführung ist, wo dann die Beinchen in Löcher auf der Platine hineingesteckt werden. Außerdem gibt es dann noch eine Ausführung in einem 14-Polien-Dill-Gehäuse. Dual in Line heißen die deshalb, weil hier zwei Reihen, also Dual in Line, zwei Reihen Anschlusskontakte vorhanden sind. Darüber hinaus gibt es noch Bausteine, in denen wir hier zum Beispiel vier Operationsverstärker des Typs 741 in einem Gehäuse untergebracht sind. Und es gibt noch Bausteine, wo zwei Operationsverstärker in einem Gehäuse untergebracht sind. Hier, wo vier vorhanden sind, da sind natürlich nicht genügend Anschlusskontakte vorhanden, um noch zusätzliche Anschlüsse, wie zum Beispiel hier für Offset-Korrektur, anzubringen. Für die Korrektur der Offset-Spannung bei dieser Ausführung wird einfach an diese beiden Anschlüsse ein Potentiometer angeschlossen, mit dem man dann die Offset-Spannung auf 0 einstellen kann. Hier sind nochmal ein paar Daten des Operationsverstärkers aufgeführt, natürlich nur die allerwichtigsten. Und hier ist auch nochmal die Transistorenzahl genannt, die natürlich bei realen Operationsverstärkern erheblich größer ist als bei der Prinzip-Innenschaltung, die wir am Anfang kennengelernt haben. Die Leistungen sind schon erheblich, allein schon der Verstärkungsfaktor, der Spannungsverstärkungsfaktor von 200.000 und mehr ist beeindruckend. Und diese Bausteine, diese integrierten Schaltungen, kosten aber heutzutage etwa ab 20 Cent pro Stück. Das ist schon eine Riesenleistung für einen minimalen Preis.